Ein hässliches Hallo an alle. Ich heiße Willibald Dorfmeister und bin gerade dabei, mir ein Einkommen mit den Access Bars und dem Energetic Facelift aufzubauen. Wie im letzten Video schon erwähnt, geht es darum, dass sehr wenige Leute wissen, was ich mache und mir das nicht aufgefallen ist. Bei einem Coaching mit Lisa Bengtsson ist mir das richtig schmerzlich bewusst geworden. Wenn keiner weiß, dass ich Bars und Facelift mache und was diese Behandlungen bewirken, wie soll ich da erfolgreich sein? Wir sprachen über Incognito Business und Hoffnungsmarketing. Keiner weiß, was du machst und du sagst keinem Bescheid. Wie sollen dann Kunden zu dir kommen? Da hat es auch bei mir geklingelt. Oder besser gesagt, es war ein lauter Gongschlag. Da sind wir so ins Reden gekommen, dass ich nicht der Einzige bin. Das beruhigt zwar etwas mein Ego, bringt mich aber trotzdem nicht weiter. Viele Menschen haben tolle Produkte oder Dienstleistungen und wunderschöne Webseiten. Doch keine Kunden und Besucher. Wenn keiner weiß, dass es uns gibt, wird es nicht besser. Wir sprachen weiter zum Thema Sichtbarkeit und dass viele Menschen nicht bereit sind, sichtbar zu werden. Es war auch für mich eine ziemliche Überwindung, die ersten Videos zu machen. Doch ohne den ersten Schritt, um aus der Komfortzone herauszukommen, wird nichts passieren. Etwas zum Nachdenken? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.